Lohnt es sich schon, mit einem kleinen Konto den Optionshandel zu lernen? Das ist eine spannende Frage, die wir gerade in unserer Gruppe auf Facebook diskutiert haben, beziehungsweise immer noch diskutieren. Und das ist ein Thema, wo ich gesagt habe, da mache ich für euch spontan ein Video. Und das Video, das gibt es jetzt hier auf Optionsstrategien TV. Also, was ist die Ausgangslage? Jemand, der neu zum Optionshandel gekommen ist, hat eine Frage gestellt. Ich weiß gar nicht genau, was für eine Frage war. Es ging irgendwie um das Thema Optionen. Und dann ein Teilnehmer in unserem Forum, der schon sehr, sehr lange bei uns dabei ist, den ich persönlich auch sehr gut kenne, sehr schätze, von dem ich aber auch weiß, dass er ein etwas größeres Konto hat, hat dann geschrieben, sinngemäß, naja, mit einem Konto, was unter 10.000 Dollar groß ist, lohnt es sich überhaupt nicht, mit Optionen zu handeln. Und ganz ehrlich, bis vor 4-5 Jahren hätte ich das sofort unterschrieben. Ne? Als ich angefangen habe, meine allerersten Optionstrades zu machen, hatte ich ungefähr so, ja, was weiß ich, 30.000 Euro, die mein allererstes Optionskonto war. Und ich habe auch sofort angefangen mit Future-Optionen. Das hat nichts damit zu tun, weil Future-Optionen besser sind, sondern das lag einfach daran, da ich aus dem Future-Handel komme und damit einfach zu Rohstoffen eine viel bessere Beziehung hatte als zu Aktien. Das heißt, ich bin über die Future-Optionen später dann zu den Aktien-Optionen gekommen und handle jetzt beides. So. Und damals hätte ich auch gesagt, ja, für 10.000 Dollar brauchst du eigentlich keine Optionen handeln oder für 5.000 Dollar brauchst du keine Optionen handeln. Jetzt haben wir ja aber auch, das wisst ihr, mittlerweile schon in der fünften Auflage einen Online-Lehrgang gemacht, der heißt Optionshandel für kleine Konten. Und da wird es der eine oder andere sagen, na, es ist ja klar, dass er jetzt sagt, klar lohnt sich's auch mit 5.000 Euro ein oder mit dem Optionshandel zu starten, weil logisch, er möchte ja seinen Kurs verkaufen. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Was stimmt? Ja, ich möchte diesen Kurs verkaufen und zwar warum? Weil ich finde, das ist der beste Kurs, den es am Markt gibt. Bin ich überzeugt davon. Das ist der beste Starterkurs, den es gibt, um den Optionshandel zu erlernen. So. Aber egal, ob du jetzt diesen Online-Lehrgang machst oder nicht, warum würde ich dir trotzdem empfehlen, auch wenn du momentan noch ein kleines Konto hast, also vielleicht nur 4.000, 5.000 Euro, warum würde ich dir trotzdem, wenn dir das Thema Optionshandel zusagt, würde ich dir trotzdem empfehlen, anzufangen? Und das hat etwas mit Erwartungshaltung zu tun. Oftmals ist es im Trading so, und in vielen anderen Bereichen im Leben auch, dass wir sagen, ich habe eine bestimmte Erwartungshaltung und ich rechne diese Erwartungshaltung aus dem Anfangszustand heraus. Ja? Also, dass man zum Beispiel sagt, ja, ich möchte so und so viel Geld verdienen und ich möchte so und so viel Rendite erwirtschaften, ich möchte so und so viel Einkommen haben und so weiter. Und das beziehen wir dann immer auf unsere Ursprungsgröße. Das Ding ist aber, die Höhe unserer Gewinne, die Höhe unseres Einkommens haben nur sekundär mit unserer Ausgangsbasis etwas zu tun. Und ich will dir das erklären. Es gibt ein ganz simples, einfaches Beispiel, was jeder von euch kennt. Lassen wir mal hier unser schönes neues Whiteboard. Und zwar, wenn wir sagen, ihr alle kennt Leute, die machen Folgendes. Und zwar, die spielen Lotto, ja, kennt ihr, die spielen Lotto und die gewinnen jetzt beispielsweise 2 Millionen Euro. So, Frage, von den Leuten, die im Lotto Millionen gewonnen haben, 1 Million, 2 Millionen, 5 Millionen, 10 Millionen, was auch immer, wie viel Geld haben die in der Regel noch nach 1, 2 oder 3 Jahren? Was denkt ihr? Überlegt mal kurz. Wenn ihr so denkt wie ich, wenn ihr ein bisschen Zeitungen gelesen habt, wenn ihr ein paar Sachen verfolgt habt, dann wisst ihr, dass nach 1, 2, spätestens 3 Jahren in der Regel von diesen 2 Millionen nichts mehr da ist. Die Kohle ist weg. Meistens ist es sogar so, dass diese Leute wieder genau da sind, wo sie angefangen haben und teilweise haben sie sogar Schulden.
Woher kommt das? Wie kann man denn, wenn man 2 Millionen hat, Cash steuerfrei, und es gab Leute, die haben 5 Millionen gehabt, die haben 10 Millionen gehabt, die haben es alles wieder rausgedonnert, warum haben die nach dieser Zeit das ganze Geld wieder verloren? Es ist ja genügend da. Ne? Also klar, kaufst du dir eine Yacht, dann ist die Kohle gleich weg. Aber die haben das ja nicht an einem Tag verloren, weil sie eine große Investition getätigt haben, sondern weil sie ja Autos gekauft, Häuser gekauft, Fernreisen gemacht, Geld verliehen. Kennt ihr noch den Lambo Lotto-König? Also es war einer, der hat sich dann den Lambo gekauft, der hat zu Tode gesoffen dann, ne, mit seinen ganzen Kumpels. Warum haben die das gemacht? Und der Grund war ja der, die hatten zwar das Geld, aber die hatten nicht das Wissen. Die hatten nicht das Wissen, wie man zu diesen mehreren Millionen kommt. Also wenn wir jetzt einfach mal sagen, okay, du hast hier, hast du Wissen und hier hast du, ich nehme mal W, Wissen, und hier hast du Geld, Euro. Dann wird es immer so sein, dass du sagst, je höher dein Wissen über zum Beispiel Geld ist, je mehr du über Geld weißt, und ganz, ganz wichtiger Punkt, das Wissen allein ist vollkommen nutzlos, aber wenn du dieses Wissen auch anwenden kannst, ist ein anderes Videothema, aber wenn du dieses Wissen auch anwenden kannst, dann wird auch hier dein Geld, dein Vermögen entsprechend mit ansteigen. Wenn du jetzt allerdings eine Situation hast, dass wir sagen, ich kann ja den gleichen wieder nehmen, du hast Wissen und dein Wissen ist nur ganz klein, aber durch so einen externen Umstand, wie einen Lottogewinn beispielsweise, kommst du plötzlich zu ganz viel Geld. Dann gibt es hier eine Diskrepanz. Dann ist das eine Diskrepanz. Dein Wissen über Geld kann nicht mithalten zu deinem Vermögen, was du plötzlich hast. Und dann wirst du ganz, ganz viele dumme Dinge tun. Okay? Und deswegen verlieren die Leute das. So, sollte jetzt nur ein Symbol sein. Und was hat das jetzt mit zum Beispiel Optionshandel zu tun? Könntest du dir aber auch auf jeden anderen Börsenhandel, auf jedes Investment übertragen, wo man sagt, das kannst du erst ab einem bestimmten Punkt machen. Bin ich überzeugt, das stimmt nicht, weil, stell dir vor, du hast jetzt hier jemand, der hat 5.000 Euro und der andere, der hat 50.000 Euro. Wer hat die besseren Voraussetzungen, um mit dem Optionshandel zu starten? Also Basis ist, beide haben überhaupt keine Ahnung, ne, haben noch nie was gemacht in diesem Bereich. Der eine hat 5.000, der andere hat 50.000. Wer hat die besseren Voraussetzungen? Die Masse würde jetzt sagen, na, der mit den 50.000 hat die besseren Voraussetzungen. Ich sage, nein, das stimmt nicht. Beide haben die gleichen Voraussetzungen, denn ihr Wissen ist aktuell null. Beide haben das gleiche Wissen. Ganz geringes oder null. Okay? So. Und deswegen lohnt es sich natürlich auch, wenn derjenige jetzt sagt, er hat jetzt 5.000 Euro, da sagt, okay, er fängt jetzt an und lernt. Weil das ist das alles Entscheidende. Wenn du anfängst mit irgendeiner Art von Handel, das ist vollkommen egal, was das ist, könntest du genauso auf Immobilieninvestments übertragen, das könntest du auf Aktieninvestments übertragen, auf Trading, auf was auch immer. Ne? Das allererste, was du machen musst, ist hier lernen. So. Und wie lernst du? Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie du lernst, aber theoretisch und praktisch. Die Theorie ist für beide gleich. Ne? Also hier Theorie ist für beide das Gleiche. So, Praxis, natürlich kann er hier ein bisschen mehr machen. Ne? Er kann mehr traden. Das nützt ihm aber nichts, wenn er genau das geringe
Wissen hat. Und aus dem Grunde kann natürlich der hier und sollte auch jemand, der ein geringes Kapital zur Verfügung hat, trotzdem schon anfangen zu handeln, weil, beziehungsweise er sollte sich mit dem Thema beschäftigen, weil er natürlich jetzt sein Wissen aufbaut. Und mal ganz ehrlich, stellt euch mal vor, euer Ziel ist es, mit Geldanlagen ein gewisses Einkommen zu erzielen. Sagen wir mal, 5.000 Euro pro Monat. Okay, das ist euer Ziel. Ihr wollt mit Geldanlagen 5.000 Euro pro Monat erzielen. Ganz ehrlich, glaubt ihr, dass es da einen Unterschied macht, ob du mit 5.000 anfängst oder mit 50.000? In der Theorie, in der Zinseszinstheorie macht es einen Unterschied, weil der natürlich schneller ist. Aber Zinseszinsrendite ist das eine. Was aber eben vorher unbedingt noch kommen muss, ist hier Wissen. Und ganz wichtig, angewandtes Wissen. Und deswegen widerspreche ich eben dieser Aussage, dass du mit unter 10.000 Euro nicht anfangen kannst. Nein, du kannst auch schon mit ganz, ganz geringen Summen anfangen. Und ich will euch das noch an einem letzten Beispiel nochmal erklären. Und zwar, wir machen mal etwas, was sich, glaube ich, jeder von euch gut vorstellen kann. Und zwar, stellt euch vor, wir haben auf der einen Seite einen 17-Jährigen und auf der anderen Seite haben wir einen 50-Jährigen. So. Wer von denen wird mehr Geld haben? Der hat ein bisschen, soll ein Dollarzeichen sein, so. Und der hat definitiv mehr. Okay? Und jetzt machen wir aber eins. Der 50-Jährige, weil der schon Geld hat, der macht die nächsten 5 Jahre gar nichts. Der läuft so. Ne? Der kümmert sich überhaupt nicht um seine Geldanlagen. Der 17-Jährige, der fast nichts hat, der vielleicht nur 20 Euro jeden Monat hat, der fängt an zu lernen. Der lernt, der liest Bücher, der schaut sich Videos an, besucht Webinare, der spart sich sogar vielleicht seinen Ferienjob, sein Geld aus dem Ferienjob zusammen, um ein erstes kleines Seminar zu kaufen oder zu besuchen. So, das heißt, der macht 5 Jahre lang das hier. So. 5 Jahre später, der ist jetzt mittlerweile 22 und der ist mittlerweile 55. Wie schaut es da mit dem Geld aus? Der 55-Jährige hat immer noch mehr Geld. Okay? Der wird immer noch mehr Geld haben, weil er wahrscheinlich gerade am Höhepunkt seines beruflichen, hoffentlich, ich hoffe nicht, dass er schon aufs Sterben wartet, aber dass er hoffentlich am Höhepunkt seiner beruflichen Karriere ist, der wird immer noch eine Menge Schotter verdienen. Ne? Der 17-Jährige, der jetzt 22 ist, der hat ein bisschen mehr. Aber der hat immer noch weniger als er. Okay? Und jetzt fangen beide an und sagen, okay, jetzt fange ich mit dem Börsenhandel an. Wer wird mehr Geld verdienen? Er. Und warum wird er mehr Geld verdienen? Weil er mehr Wissen hat. Weil er mehr Wissen hat. Ne? Und wenn einer wenig Geld hat, egal in welchem Bereich, dann ist das immer darauf zurückzuführen, dass er wenig Wissen über die Finanzmärkte hat. Wenn jemand sagt, ich habe extrem viel Wissen über die Finanzmärkte, ich kenne mich total gut aus und er hat kein Geld, finde den Fehler. Wenn dagegen einer sagt, hey, ich habe vielleicht jetzt momentan gerade nicht so viel Geld, aber ich kümmere mich jetzt darum, dass ich mir dieses ganze Wissen aneigne, dann wird er Mittel und Wege finden, auch viel Geld zu verdienen. Das ist immer so. Egal, ob es jetzt hier im Optionshandel ist, im Börsenhandel, im was weiß ich, egal was. Ne? So, und aus dem Grunde bin ich fest davon überzeugt, ja, es lohnt sich,
schon mit kleinsten Beträgen anzufangen, weil natürlich ist das erstmal wirtschaftlich nicht sinnvoll. Also wenn du jetzt sagst, so jetzt nehmen wir mal wieder eine andere Farbe, wenn du jetzt sagst, hier, keine Ahnung, du hast ein 5000er Konto, okay, du hast 5000 Euro und jetzt machst du den ersten Trade und nach am Ende dieses Trades mit Gebühren und allem drum und dran hast du 10 Euro verdient. So, ist es wirtschaftlich sinnvoll? Auf den ersten Moment nicht, weil hey, ein Zehner, ne? Gehst du Starbucks, holst zwei Kaffee, Kohle wieder weg. Aber er hat Wissen erlangt. Er hat Wissen erlangt. Und selbst wenn er 10 Euro Minus macht, hat er Wissen erlangt. Und es ist doch viel einfacher, so früh wie möglich damit anzufangen, sich dieses Wissen anzueignen, als zu sagen, ja, ich habe jetzt erstmal 5000 Euro und jetzt warte ich erstmal, bis ich 25.000 habe. Also, der Zeichensätze muss ich noch ein bisschen üben, hier, bis ich 25.000 habe und fange dann erst an. In der Zeit, wo er wartet, um von 5.000 auf 25 zu gehen, wenn er in dieser Zeit lernt, selbst wenn er unter dem Strich nur ganz, ganz wenig verdient, wenn er 2 Jahre lang plus minus null läuft, wenn er 2 Jahre lang jedes Jahr 10-20% Minus macht, das spielt keine Rolle, weil er hat Wissen. Er bekommt immer mehr Wissen. Seine Wissenskurve steigt immer mehr an. Und wenn jemand konsequent ist, am Ball bleibt und immer mehr Wissen anhäuft, dann wird er über kurz oder lang, wenn er nicht wirklich vollkommen dumm ist, auch zu Geld kommen. Okay? Und deswegen, Martin, also der Martin hat das in unsere Gruppe geschrieben, deswegen habe ich dir da widersprochen und habe gesagt, doch, es lohnt sich auch mit unter 10.000 Euro oder Dollar mit dem Optionshandel anzufangen, weil es nur um das Lernen geht. Es geht nicht primär um den absoluten Betrag an Geld, den du gewinnen oder verlieren kannst, sondern es geht um das Wissen. Und das musst du irgendwann mal starten und das musst du auch mit der Praxis starten. Also du kannst nicht nur jahrelang Theorie machen, sondern du musst mal irgendwann den Knopf drücken. Und das geht eben auch mit einem 3.000 Euro Konto. Ja, das geht auch mit einem 3.000 Euro Konto. Und im Gegenteil, ich bin sogar fest davon überzeugt, dass die meisten bessere Händler wären, wenn sie früher mit kleineren Konten angefangen hätten. Jetzt kannst du das natürlich für jemanden, der schon ein paar Jahre dabei ist, ein größeres Konto, der kann jetzt nicht sagen, okay, da drehe ich nochmal die Zeit zurück. Aber wenn du jemand bist, der sagt, hey, ich bin gerade erst am Anfang und ich überlege, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht, ne? Es lohnt sich immer, etwas zu lernen, es lohnt sich immer, an deinem Wissen zu arbeiten. Deswegen mein Tipp, fang so früh wie möglich an, dich mit diesem Thema zu beschäftigen. Wenn du Wissen hast, wenn du ein Ziel hast, dann wirst du auch Mittel und Wege finden, damit aus deinen 5.000 Euro irgendwann mal 25, 50, 100 werden. Aber primär das allererste ist, du musst lernen, dir Wissen aneignen und dann kommt der Rest. Nicht von allein, aber viel, viel wahrscheinlicher, als wenn du sagst, naja, ich hole erstmal nur Geld ran und fange dann an, was über Geld zu lernen, ne, oder über Börse, Finanzen etc. zu lernen. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Schreibt mir mal in die Kommentare hinein, wie ihr das seht. Und schreibt mir auch mal rein, wie ihr angefangen habt. Also habt ihr mit einem großen Konto angefangen? Habt ihr mit dem kleinen Konto angefangen? Was habt ihr gelernt? Was waren so eure Probleme, die ihr am Anfang hattet? Was waren die Hürden, die ihr meistern musstet? Und was hat euch das gebracht? Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Denkt daran, ihr könnt, dürft und müsst unbedingt diesen Kanal abonnieren. Beteiligt euch an den Diskussionen, weil auch das bringt etwas. Besucht unsere Gruppe auf Facebook, die Optionshändler. Und wir sehen uns dann wieder hier im nächsten Video oder vielleicht auch mal hier in der Akademie. Bis dahin, euch alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.